Willkommen zu einem neuen Video. Das ist eigentlich im Grunde genommen eine Ankündigung oder sowas. Ich melde mich nach einer langen Pause zurück. Ich habe zwar mein Best of 2019, dieses so mein Jahresrückblick, sage ich jetzt mal, habe ich gemacht. Allerdings, das war für mich sowas, ist mehr so daraus entstanden, dass ich gerade halt einfach irgendwie Bock hatte, irgendwas in die Richtung gehen zu machen. Ich habe beschlossen, einfach mal wieder etwas aktiver Videos zu machen. An der Stelle muss ich ganz kurz sagen, nämlich, ich krieg bald einen neuen Prozessor und so weiter, dann kann ich auch endlich wieder streamen. Das heißt, wenn ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, dann könnt ihr das super gerne machen. twitch.tv/gamerforlife, das ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ich war extremst lange weg. Aktive Videos kamen eigentlich schon seit April nicht mehr, also jetzt 10 Monate circa. Und da muss ich einfach sagen, ich hatte oft keine Ideen, oft keine Lust, oft auch einfach keine guten Aufnahmen oder sowas. Ich habe jetzt ein paar Aufnahmen fertig. Ich habe, keine Ahnung, 7, 8 Aufnahmen auf meiner Festplatte, die ich mir im Grunde genommen so als Vorrat schon mal fertig gemacht habe, alles in einem. Und da muss ich dann halt gucken, was ich wie hoch lade. Ich werde versuchen, aber da gebe ich jetzt mal keine Garantie, dass es klappt, weil ich kann nicht sagen, ob es klappt. Ich werde versuchen, es halt im Grunde genommen nicht zu machen, dass ich jeden 10. Tag ein Video mache, aber auch nicht, dass ich jeden Tag 10 Videos mache, weil das funktioniert halt einfach aus Zeitgründen nicht, wenn ich ein Video wirklich schneiden will, dass ich am Ende zufrieden damit bin, zwischen einer Stunde und 4 Stunden. Deshalb gehe ich davon aus, dass maximal 3 Videos die Woche oder sowas kommen werden. Wenn es ein neues Video gibt, dann erfahrt ihr das immer auf meinem Twitter und auf meinem Instagram. Das heißt, wenn ihr mir da folgt, dann... oder wenn ihr mich abonniert und die Glocke aktiviert, das geht natürlich auch. Generell auf Instagram seht ihr halt auch so ein bisschen was aus meinem Leben. Ich poste da teilweise so ein paar random Stories so aus dem Unterricht, so in der Schule oder so ein Stuff. Halt immer so irgendein Stuff halt. Da bekommt man dann halt immer mal was aus meinem Leben mit. Wen das interessiert, ne? Alles in der Beschreibung verlinkt. Aber definitiv kein Muss, ne? Wer irgendwie wer jetzt sagt, ich feiere deine Videos und mich unterstützen will, das geht schon allein nicht unbedingt mit einem Abo, auch wenn ich mich über Abos mega freue, aber das, worüber ich mich am meisten freue, sind einfach, ist ein netter Kommentar oder zwei. Wenn unter jedem Video 1, 2 nette Kommentare sind oder sowas, dann würde ich wahrscheinlich viel länger wieder aktiv Videos machen. Ich hatte wieder Bock, mal Videos zu machen einfach so. Und ich habe auf Twitter eine Umfrage gemacht und die ist halb ausgefallen. Und da die eine Meinung von Tim war und Tims Meinung nichts wert ist, ist die somit mit mehr Ja-Stimmen ausgefallen. Standard-Uploads oder sowas mache ich nicht aus einem Grund, dass es dann für mich ziemlich schnell zu einem Zwang wird. Und wir haben die Runde gewonnen. Die Aufnahme, ja, geht. Die schneide ich wahrscheinlich auch nicht so krass lange dran. Kann die vielleicht sogar noch heute ankommen. Also wie gesagt, folgt mir auf meinen Social Medias. Die sind wahrscheinlich hier irgendwo gerade alle eingeblinkt. Eingeblinkt? Genau nicht. Also für eingeblinkt, dafür möchte ich schon eigentlich gerne einen Preis haben für diese Wortkreierung. Und das ist ein schöner Bug. Hier, ja, also. Sind wahrscheinlich irgendwo hier eingeblendet. Werdet ihr bestimmt irgendwo finden. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ultra über Like, Abos, etc. freuen. Bis dahin und Kommis, ganz wichtig, Kommis. Ciao!